Okay, Atomkraft wird als nachhaltig eingestuft. Jetzt sagen aber viele, die ist es nicht. Was ist denn jetzt dran an der ganzen Geschichte? Über 60 Gigatonnen CO2 soll die Atomkraft in den letzten 50 Jahren laut Internationaler Energieagentur eingespart haben. Dennoch halten viele Forschende sie für nicht nachhaltig und auch die Bundesregierung ist gegen die Pläne der EU-Kommission. Wir checken heute mal, was die Studien zu dem Thema sagen, wie der Gesetzesentwurf genau aussieht und ob Atomkraft wirklich CO2-neutral ist. Und damit willkommen bei Breaking Lab. Jakob hier, klickt jetzt auf Abonnieren, damit ihr kein Science-Video mehr verpasst. Und los geht's. Dieses Jahr will Deutschland komplett aus der Kernkraft aussteigen. Die letzten drei Kraftwerke, also Isar 2, Emsland und Neckar-Westheim 2, werden spätestens gegen Ende des Jahres abgeschaltet. Die EU-Kommission sieht dagegen Atomkraft und auch Gas als wichtige Energiequelle, um den Klimawandel zu bekämpfen. Damit sollen Stromkapazitäten überbrückt werden, die durch den Kohleausstieg entstehen und noch nicht durch erneuerbare Energien gedeckt werden können. Global gesehen verursacht der Energiesektor 40% des gesamten CO2-Ausstoßes. Und Kohle allein macht schon 29%. Aus. Deswegen ist es natürlich super wichtig, dass sich da schnell etwas ändert. Beim richtigen Weg zur Klimaneutralität spalten sich allerdings die Meinungen. Also Fridays for Future hat bereits in einigen Städten gegen den Gesetzesentwurf demonstriert. Die Bundesregierung, die stellt sich gegen den Entwurf. Österreich und Luxemburg haben eine Klage gegen den Rechtsakt angekündigt. Und auch aus der Finanzwelt kommt tatsächlich Kritik. Ob Atomkraft wirklich nachhaltig und klimaneutral ist, dazu komme ich gleich. Aber erstmal ist es wichtig zu verstehen, was dieser Entwurf zur Taxonomie überhaupt bedeutet. Darunter versteht man eine Art Klassifikationsschema, wodurch man Objekte in bestimmte Kategorien einteilt. Also bei der EU-Taxonomie, da bezieht sich das auf den Finanzbereich. Es werden also Regeln aufgestellt, welche Finanzprodukte als nachhaltig gelten und halt welche nicht. Bisher gab es dafür tatsächlich noch keine klare Regel oder ein offizielles Siegel. Und die Idee dahinter ist, dass man ein komplett transparentes System für Nachhaltigkeit im Finanzmarkt hat. Dadurch möchte man private Investitionen in nachhaltigen Bereichen fördern und ein klimaneutrales Europa in knapp 30 Jahren mitfinanzieren. Das ist soweit die Idee. Ob das so richtig funktioniert, das schauen wir uns heute mal an. Bei dieser ganzen Geschichte gibt es ordentlich Streit, denn laut dem aktuellen Gesetzesentwurf soll auch Kernenergie und Gas unter bestimmten Konditionen als nachhaltig eingestuft werden. Und hier wird es auch ein bisschen verwirrend. Also ganz kurz zum Gas. Gaskraftwerke, die sollen bis 2030 als nachhaltig gelten, wenn sie Kohlekraftwerke ersetzen und bis 2035 auf grünem Wasserstoff oder Biogas umsteigen. Bei Atomkraft sollen Anlagen mit den neuesten technischen Standards als grün klassifiziert werden. Die Baugenehmigungen für neue Kraftwerke, die müssen vor 2045 erfolgen und Modernisierungsarbeiten an existierenden Kraftwerken gelten bis 2040 als nachhaltig. Insgesamt muss auch ein Plan für die Endlagerung ab spätestens 2050 vorgelegt werden. Wie diese Auflagen kontrolliert werden, das ist zum Beispiel ein Punkt, der ist bis jetzt noch gar nicht klar. Mit dieser Klassifizierung können dann vor allem zum Beispiel in Frankreich geplante Atomkraftwerke als grün eingestuft werden. Und da ist ein Vorteil, dass das Geld aus den nachhaltigen Investitionen in die Finanzierung fließen kann von diesen Atomkraftwerken. Das heißt, da gibt es dann einfacher Geld, beziehungsweise man kommt an andere Töpfe dran, wo man vorher halt nicht so gut dran kam. Und hier kommt halt ein spannender Punkt, weil da kann man ganz gut sehen, wie unterschiedlich die EU-Länder zu Atomkraft stehen. In Deutschland hat der Atomstrom im Jahr 2020 11,3% der Bruttostromerzeugung abgedeckt und das, obwohl der Ausstieg schon lange beschlossen war. Und Länder wie Griechenland, Portugal oder Norwegen, die haben zum Beispiel gar keine Atomkraftwerke. In Frankreich wiederum waren es 2020 71% des Stroms, der aus Atomenergie kam. Und auch außerhalb von Europa planen Länder wie China, Russland und Indien neue Kraftwerke. Und tatsächlich Bill Gates, der will auch neue Atomkraftwerke bauen und damit sogar das Klima retten. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht und wir kommen auch später nochmal ganz kurz zu dem Punkt. Aber die alles entscheidende Frage ist, wie gut ist Atomkraft jetzt wirklich für das Klima? Ein großes Pro-Argument ist ja oft, dass Atomkraft keinen CO2-Ausstoß hat. Das sagt zum Beispiel auch der französische Finanzminister Bruno Le Maire und wirbt damit für den Ausbau der Atomkraft. Und auch die Internationale Energieagentur, die verweist darauf, dass Atomkraft in den letzten 50 Jahren CO2-Emissionen um 60 Milliarden Tonnen reduziert haben soll. Aber ist Atomkraft jetzt wirklich CO2-neutral? Die klare Antwort muss hier lauten nein. Und das sage ich nicht, weil ich gegen Atomkraft bin. Ich komme nachher noch zu meiner persönlichen Meinung. Aber das Entscheidende ist, aktuell ist nämlich gar keine Energiequelle emissionsfrei, wenn man sich den gesamten Lebenszyklus anschaut. Also bei der Materialbeschaffung, beim Transport oder Bau und beim Abriss fallen CO2-Emissionen an. Und das ist halt auch bei Windkraft so und auch bei Solarkraft. Das Entscheidende ist, wie viel da jetzt verursacht wird. Das schauen wir uns gleich an.
wenn jetzt zum Beispiel Atomkraft als klimaneutral bezeichnet wird. Dann bezieht sich das natürlich nur auf den Betrieb. Und das ist jetzt eine ziemlich schwierige Begrifflichkeit, also dass man sagt, hey, das ist emissionsfrei, weil für das Klima, für unsere Erde, ist das eigentlich ziemlich egal, wo das CO2 bei dem Prozess entsteht, also ob das zum Beispiel vorher entsteht, wenn die Rohstoffe dafür abgebaut werden. Deswegen muss man sich unbedingt das Gesamtbild angucken. Und leider wird es an der Stelle ein bisschen kompliziert, denn bei dem Thema werden oft unfassbar unterschiedliche Werte genommen und da gibt es halt auch einige Interessengruppen, die hier mitspielen. Und hier habe ich mal ein paar Beispiele für euch rausgesucht. In einer Studie der Beraterfirma Enco wird Atomkraft mehrfach als Carbon-Free Energy Source bezeichnet. Später wird dann eher beiläufig erwähnt, dass der Abbau von Uran, die Entsorgung und der Bau des Kraftwerks schon auch CO2 verursacht, aber nur 2 bis 6 Gramm an CO2-Äquivalent pro Kilowattstunde. Die Scientists for Future und auch das Umweltbundesamt, die betonen dagegen, dass Atomkraft ganz klar nicht klimaneutral ist, denn die vor- und nachgelagerten Faktoren wie Uranabbau, die Herstellung von Brennelementen, der Transport, der Bau und halt auch irgendwann der Abriss des Kraftwerks produzieren CO2. Und diese Werte, die sollte man in die Diskussion mit einbeziehen. Bei der Suche nach weiteren CO2-Werten ist mir eins aufgefallen. Also es gibt ganz, ganz viele Quellen und viele beziehen sich auf den IPCC-Bericht von 2014. Und da wird für den Lebenszyklus von Atomkraftwerken eine Spanne von 3,7 bis 110 Gramm CO2-Äquivalent pro Kilowattstunde angegeben. 3,7 bis 110, das ist so eine unfassbare Spanne. Irgendwas kann da nicht ganz hinkommen. Ein weiterer Wert, der aktuell viel zitiert wird, stammt von dem World Information Service on Energy, der WISE heißt das Ding, und die gehen sogar von 117 Gramm pro Kilowattstunde aus. Ich habe aber auch gelesen, dass die WISE, also das Institut, generell kritisch gegenüber Atomkraft eingestellt ist und es kann natürlich sein, dass sich das in der Berechnung auch widerspiegelt. Aber was stimmt denn jetzt? Um das zu prüfen, habe ich nochmal nach Metastudien geschaut, also Studien, die sozusagen viele Studien zusammenfassen und vergleichen. Eine ältere Studie aus dem Jahr 2008 hat eine Reihe von Studien zu einzelnen Kraftwerken und auch zu weltweiten Analysen ausgewertet. Der mögliche CO2-Ausstoß wurde dabei in mehrere Unterkategorien eingeteilt. Das ist einmal das Frontend, also der ganze Abbau- und Aufbereitungsprozess von Uran, zweitens der Bau des Kraftwerks, drittens der Betrieb, viertens das Backend, also die Nachbearbeitung und Lagerung der Abfälle und fünftens die Stilllegung des Kraftwerks. Aus den 19 analysierten Studien hat man für diese Kategorien dann Mittelwerte errechnet. Zusammen kommt die Studie dabei auf ein Ergebnis von ca. 66,08 Gramm pro Kilowattstunde. Ich habe dann noch nach weiteren Mittelwerten geschaut und mich beim Umweltbundesamt erkundigt. In einer aktuellen Studie wird für Atomkraft ein Wert von 67,8 Gramm CO2-Äquivalent pro Kilowattstunde genannt. Diese Berechnung, die beruht auf Werten der GEMIS-Datenbank und weil die kürzlich nochmal aktualisiert wurde, kommt man neuerdings auf 55 Gramm CO2-Äquivalent pro Kilowattstunde. 66 Gramm und 55 Gramm, das liegt ja beides grob in der Mitte zwischen den 2 Gramm und den 117 Gramm, die ich vorhin genannt habe. Aber wie kann es jetzt sein, dass manche Quellen von 2 Gramm sprechen und andere von 117 Gramm. Ein Punkt dabei sind die unterschiedlichen Berechnungsmethoden der Studien. Manche Studien, die inkludieren zum Beispiel nicht alle Aspekte des Lebenszyklus und kommen so auf einen zu geringen Wert. Das sieht man auch in der Studienauflistung der Metastudie. Außerdem muss man genau darauf achten, ob es um den primär bezogenen Emissionsfaktor geht oder um die Bruttostromerzeugung. Also bei der Bruttostromerzeugung, da werden nämlich auch Umwandlungsverluste von Kraftwerken mit berücksichtigt und dadurch sind diese Werte generell höher. Man muss sich also genau anschauen, was eigentlich berechnet wird, bevor man irgendwelche Zahlen aus dem Kontext reißt und daraus riesige Überschriften macht und eine riesige Diskussion. Und auch wenn die gleichen Aspekte berücksichtigt werden, unterscheiden sich teilweise ganz grundlegende Schätzungen oder Annahmen. Ich habe zum Beispiel mal einzelne Werte der WISE-Studie und der Metastudie von 2008 verglichen. Die WISE-Studie, die rechnet zum Beispiel beim Decommissioning, also der Stilllegung von diesen Kraftwerken, mit 34,8 Gramm pro Kilowattstunde. Die Metastudie, die kommt hier nur auf 12 Gramm. Und das addiert sich dann natürlich auf, wenn das in mehreren Bereichen ist. Aber nicht nur die Rechenmethode der Studie macht einen Unterschied. Der CO2-Ausstoß von so einem Atomkraftwerk, der hängt generell auch mit dem technischen Standard und auch mit der Technik zusammen, mit der Uran angereichert wird. Laut einer Studie des Öko-Instituts, und ja, das ist ein bisschen komischer Name, aber selbst das Bundesumweltamt verweist auf die, verursachen zum Beispiel Kraftwerke in den USA und in Russland mehr CO2 als in Frankreich, weil dort Uran mittels Diffusion angereichert wird und dafür viel Strom notwendig ist und in den Ländern halt das zu großen Teilen aus Kohlekraftwerken stammt. Im Endeffekt heißt das jetzt, einen allgemeingültigen CO2-Wert für Atomkraft zu berechnen, ist unmöglich. Trotzdem ist es natürlich wichtig für die Entscheidung im Bereich der Energiewende, dass man dort Werte als Orientierung hat. Und da muss man eben genau überlegen, welche Quellen gibt es,
Wie wird das Ganze berechnet und kann man diesen Quellen vertrauen? Aus meiner Sicht sind da die Hochrechnungen der Metastudie und die vom Bundesumweltamt am belastbarsten. Weil das Umweltbundesamt mit den aktuelleren Zahlen rechnet, würde ich also die 55 Gramm CO2 pro Kilowattstunde als Orientierung nehmen und diesen Wert mit anderen Energiequellen vergleichen. Und das machen wir jetzt auch mal. Braunkohle. Die verursacht ca. 1140 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Das ist mega viel. Erdgas soll ja ebenfalls als kurzfristige Brückentechnologie ausgebaut werden, verursacht aber trotzdem etwa 490 Gramm CO2-Äquivalent. Bis diese Kraftwerke mit Wasserstoff laufen, ist das also alles andere als grün und Atomkraft ist in diesem Aspekt viel besser und selbst mit dem Wasserstoff haben wir ja noch ein kleines Problem, denn momentan ist es so, dass der halt gar nicht nachhaltig ist. Also ein Großteil vom Wasserstoff ist grauer Wasserstoff, stößt also viel CO2 aus bei der Herstellung. Aber wir vergleichen mal weiter. Spannend ist zum Beispiel der Vergleich von Kernenergie und erneuerbaren Energien. Auch da gibt es aktuell Emissionen durch den Bau oder den Transport. Und genau wie bei Atomkraft variieren die Zahlen auch je nach Technologie und Standort. Photovoltaikanlagen mit Cadmiumtellurid als Halbleitermaterial, die kommen an einem günstigen Standort auf etwa 12 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. PVs mit monokristallinen Silizium-Solarmodulen dagegen auf 30 bis 44 Gramm pro Kilowattstunde. Bei Windkraft fallen die Werte viel, viel besser nochmal aus. Die liegen dann so zwischen 5,2 bis 15,6 Gramm pro Kilowattstunde. Im Bestfall verursachen Solaranlagen also nur ein Sechstel so viel CO2 wie Atomkraft und Wind sogar nur ein Zehntel. Und das ist jetzt der Best Case, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass es auf jeden Fall die Möglichkeit gibt, da CO2 einzusparen. Und da muss man direkt wieder sagen, das sind jetzt nur Hilfen als grobe Orientierung. Und wie viel CO2 Atomkraft letztendlich dann ausstößt, das kann man halt frühestens dann sagen, wenn die Endlagerung geklärt ist. Das ist noch so ein riesiger Faktor, den man echt nicht vergessen sollte. Trotzdem lässt sich jetzt erstmal festhalten, im CO2-Vergleich ist Atomkraft viel besser als Kohle und Gas, aber schlechter als die regenerativen Energien. Was man halt oft vergisst, auch bei den Kosten liegen Solar- und Windkraft vorne. Also laut dem Fraunhofer Institut kostet Solarstrom etwa 3 bis 11 Cent pro Kilowattstunde, Atomstrom dagegen 12 bis 15 Cent oder in ungünstigen Fällen sogar noch viel, viel mehr. Billiger Atomstrom, das ist tatsächlich so ein Mythos, der, finde ich, super weit verbreitet ist. Aber kommen wir jetzt mal zu meiner Meinung zu diesem ganzen Themenkomplex. Und wir haben ja angefangen mit diesem Gesetzesentwurf der EU-Kommission. Ein großer Kritikpunkt dabei ist ja, dass Gelder in die Finanzierung von Atomkraft und Gas fließen, die sonst für den Ausbau von regenerativen Energien genutzt werden können. Den Punkt, den verstehe ich auch, aber ich finde, man sollte Atomkraft nicht grundsätzlich verteufeln. Und gerade die Entscheidung, dass wir die Kohlekraftwerke anlassen und die Atomkraftwerke abschalten, das finde ich dann schon tatsächlich auch schwierig. Gleichzeitig will ich auch nicht das Problem der Endlagerung oder eventuelle Gefahren durch Unfälle herunterspielen. Man muss das eben sehr rational betrachten und ganz wichtig ist dabei, dass man das gemeinsame Ziel in der Diskussion nicht aus den Augen verliert. Der Ausbau von regenerativen Energien, der muss natürlich klar Priorität haben, aber um den Kohleausstieg abzufedern, muss man prüfen, ob der Neubau oder Modernisierungsmaßnahmen von Atomkraftwerken dem Klima nicht vielleicht doch helfen. Der Blick auf die Studienlage, der zeigt ja, dass das Ganze wirklich kompliziert ist und von vielen Faktoren abhängt und wahrscheinlich spielen da auch die Interessen von unterschiedlichen Akteuren mit rein. Kommen wir nochmal zur Ausgangsfrage zurück und das ist ja der Gesetzesentwurf der EU-Kommission. Ich finde das aus mehreren Aspekten schwierig. Ob es jetzt legitim ist, Atomkraft mit reinzunehmen oder nicht, da kann man sich drüber streiten, aber wenn es mit anderen Optionen verglichen wird, ist vielleicht das gar nicht so verkehrt, das mit reinzunehmen. Problematisch finde ich eher, dass die Kommunikation hier nicht wirklich klar ist. Erstens habe ich gemerkt, dass viele Leute durch das Wort Taxonomie an Steuern denken. Aber es geht ja eigentlich eher um so eine Art Label, damit sich Anleger orientieren können. Und gleichzeitig hat die aufgekommene Diskussion direkt das Vertrauen in dieses Label zerstört. Und irgendwie könnte man es jetzt, finde ich, fast auch entweder ganz sein lassen oder müsste zumindest das Ganze so ändern, dass es klarer, transparenter und auch vertrauenswürdiger ist. Und einen weiteren Aspekt, den ich da noch schwierig finde, ist, dass sich ja in der Forschung zu Atomkraft, aber halt auch zu ganz vielen anderen Technologien, noch einiges tut. Und ich habe hier ja auf dem Kanal immer mal wieder über spannende Reaktorkonzepte gesprochen, zum Beispiel über den Dual-Fluid-Reaktor. Und der könnte theoretisch aus Atommüll Strom generieren und dabei sogar die Halbwertszeit von radioaktiven Stoffen von 703,8 Millionen Jahren auf 300 Jahre reduzieren. Und es gibt unzählige solcher Ansätze, die aber oft nur halbherzig verfolgt werden und wo natürlich große Geldsummen für nötig wären, um das Ganze zu unterstützen. Mir geht es da im Endeffekt vor allen Dingen um Transparenz und Kommunikation und da sehe ich einfach großen Nachholbedarf. Aber wie seht ihr das Ganze? Ich bin tatsächlich sehr gespannt auf eure Meinung zu dem Thema.
Und hier findet ihr dann auch nochmal eine Playlist, die wir zusammengestellt haben mit neuen Konzepten für die Energiegewinnung. Schaut euch das gerne an. Wie gesagt, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Macht's gut, wir sehen uns wieder Dienstag, Donnerstag, 18 Uhr. Bis dahin, euer Jakob.